Dann sagen wir herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfB-Show gegen den VfL Halle. Endstand 2:4. Ja, bei Trainern Platz genommen. Zu meiner Linken der Gästetrainer René Behring. Zu meiner Rechten natürlich wie immer Cheftrainer des VfB-Show Toni Lemke. Aber der Gästetrainer hat auch bei uns das erste Wort. Deswegen, Herr Behring, wie haben Sie das Spiel heute erlebt? Ja, also ich denke, es gab für alle zu sehen, dass zwei verschiedene Halbzeiten an den Tag gelegt worden sind. Unser Matchplan sah vor, dass wir stabil stehen und mit Umschaltmomenten den Gegner überraschen wollten. Das ist natürlich uns eindrucksvoll gelungen in der ersten Halbzeit, resultierend daraus auch dann mit den spielerischen Elementen die drei Tore, die wir uns rausgespielt haben. Und ja, also erste Halbzeit top, zweite Halbzeit war uns natürlich klar, dass Krieger noch nochmal alles versuchen wird, das Ergebnis zu verändern. Es war uns bewusst, dass wir natürlich in der zweiten Halbzeit gar keine oder fast gar keine Umschaltmomente mehr hatten und sozusagen fast aus dem Spiel waren. Das werden wir sicherlich analysieren, aber grundsätzlich nach vielen Anläufen haben wir es geschafft, Krieger mal zu besiegen. Und in der jetzigen Konstellation sind wir weiter ungeschlagen diese Saison. Ich will nicht meckern, das ist alles super, das ist alles toll, das fühlt sich gut an. Und wir sind natürlich super zufrieden und alles Weitere wird dann, wenn die nächsten Wochen dann zeigen. Aber erstmal mit dem Sieg heute bestätigen wir unsere super Leistung zurzeit und ja, ich kann nur sagen, Glückwunsch an meine Jungs. Danke an der Stelle an Herrn Behring, Toni. Schauen wir auf die Partie, gab leider Gottes jetzt den ersten Dämpfer in der Saison. 2:4 Endstand hatten wir. Ja, wie hast du die 90 Minuten erlebt? War das für dich auch so ein zweiteiliges Spiel mit erster und zweiter Halbzeit? Ja, nicht ganz, aber auf jeden Fall war es sehr, sehr ärgerlich. Wenn es nach 25 Minuten 3:0 steht, dann ist es schon richtig schwierig und zum Schluss war es natürlich gut, dass wir so zurückkommen. Schade, dass das 1:3 ein bisschen spät fällt oder auch das 2:3. Aber Zuri hatte zum Schluss in der 90. oder 92. noch die große Chance und da geht der Ball leider nur an den Pfosten. Machen wir da das 3:3, dann wäre es ein gewonnenes Unentschieden oder ein gefühlter Sieg. So ist natürlich ärgerlich, dass wir 4:2 verlieren. Und auch die Tore, Halle war schon richtig gut, aber alle drei Tore waren jetzt nicht groß gespielt. Das erste Tor geht ganz klar auf unsere Kappe. Wir wollen den Ball so nicht spielen. Also der Torhüter darf ihn so nicht anrollen und dann hat Colin natürlich einen ganz brachialen Ballverlust auf der 6, wo das 1:0 fällt. Und dann war Halle in den Umschaltmomenten natürlich, waren sie sehr gut, richtig tolle Passschärfe, genau den Stürmer getroffen, der hat dann klatschen lassen und da ist es schwarz, war schon toll anzusehen, mit was für der Wucht die kam. Da hatten wir unsere Probleme gehabt, das zu verteidigen. Im Umkehrschluss war es aber auch so, dass wir halt vorne nicht zum Torabschluss kamen. Gegen Halle musst du unbedingt zum Torabschluss kommen, dann kannst du dich sortieren und kannst vorne Halle auch ein bisschen kommen lassen. Weil ich fand schon, dass wir aus dem Spiel heraus gegen Halle ganz gut waren. Aber nach den Ballverlusten hatten wir gerade in der ersten Halbzeit richtig Probleme. Und haben das aber in der zweiten Halbzeit dann mit viel Wucht und mit viel Wille und Leidenschaft weggemacht. Und ja, sehr, sehr schade, dass der Ball halt nur an den Pfosten geht beim Stand von 3:2 und so. In der letzten Aktion war es, glaube ich, eine Ecke, wo wir alles nach vorne schmeißen mit Torhüter. Und dann läuft Halle allein aufs Tor und schaffen es diesmal auch, das leere Tor zu treffen. Ja. Danke natürlich auch an dich für die Einschätzung. Nächste Woche geht es natürlich auch weiter für euch hier in Frank Merseburg. Wir müssen auswärts dafür ran beim FSV Martin Rohde. Wir wünschen uns natürlich dann wieder ein erfolgreiches Spiel. Ich sage danke an beide Trainer, wünsche noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, sportlich und natürlich auch glücklich.